In Word soll ein Abbildungsverzeichnis eingefügt werden, die Fotos, Zeichnungen, Skizzen sollen beschriftet werden und zum Schluss in einem Abbildungsverzeichnis mit Seitenangabe aufgelistet werden. In diesem Dokument befinden sich mehrere Bilder, die sind eingefügt worden über das Register Einfügen, Grafik. Ich kann hier unten über Browse-Objekt auswählen, ansteuern, dass ich zu Grafiken klicken möchte. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Pfeil nach unten klicke, kann ich so von Grafik zu Grafik wechseln. Ich sehe, dieses Bild ist direkt als Objekt. Ich klicke mal auf die Bild-Tools oben bei Zeilenumbruch hier als passendes Objekt eingefügt worden, also dass der Bildlauf um das Bild herum direkt läuft. Dieses Bild ist als normal mit Text in Zeile eingefügt worden. Ich lege es mal auf oben und unten. Und ich möchte nun bei meinen drei Bildern Bildbeschriftung. Ich fange bei dem zweiten Bild an. Das zweite Bild wähle ich aus. Ich klicke es an. Und im Register Verweise befindet sich bei Beschriftungen der Punkt Beschriftung einfügen. Bei Beschriftung einfügen wird zu dem markierten Bild eine Abbildungsbeschriftung eingefügt. Ich kann jedoch auch auswählen, was ich einfüge, ob es eine Abbildungsbeschriftung, Formel, Tabellenbeschriftung oder etwas ganz Eigenes sein soll. Hier bei Neue Bezeichnung kann ich auch selbst mir noch ein paar Beschriftungen überlegen. So, das Bild hier soll nun den Titel tragen. Ich nenne es mal einfach Koala. Das sehe ich ja hier unter dem Bild. Jawohl, okay. Und nun kommt hier ein Textfeld unter das Bild mit der Abbildungsbeschriftung. Wenn ich nun zu dem Bildobjekt, was sich vorher befindet, wechsle und dort die Beschriftung einfüge, ja, habe ich das Bild angeklickt, das Bild ist angeklickt, Beschriftung einfügen, das sind meine gelben Tulpen. Bestätige mit OK. Wird hier automatisch die Nummer 1 gewählt und die weitere Abbildungsbeschriftung tiefer im Text ist automatisch zu 2 geworden. Wenn ich nun das dritte Bild hier noch mir anschaue, ich habe hier das dritte Bild, Beschriftung einfügen. Dieses Bild ist ja als passend ausgewählt und das hier sind Hortensien. Ich nenne es mal Blumen. So, klick auf OK. Befindet sich jetzt hier ebenfalls ein Textfeld, jedoch aufgepasst, dieses Textfeld, wenn ich das Bild verschieben muss, steht alleine, also mal kurz rückgängig gemacht. Am besten wäre hier beide Objekte anzuklicken, also beide Objekte hier, ich wähle jetzt auch die Bilder aus mit gedrückter Großschreibtaste und dann zu gruppieren mit rechter Maustaste, gruppieren, gruppieren, also dass diese Bilder und die Texte jeweils eine Einheit bilden und zusammen verschoben werden können. Ja, ich habe jetzt also drei Beschriftungen und diese Beschriftungen, die werden automatisch hier immer richtig durchnummeriert. Falls mal eine Bildbeschriftung entfernt werden sollte, spätestens bei der Seitenaktualisierung werden die aktualisiert, die Beschriftungen. Ich stelle mich jetzt ganz unten ins Dokument. Ich drücke Steuerung Ende, befinde mich dann ganz am unteren Ende des Dokuments und im Register Verweise befindet sich nun hier bei Beschriftung auch der Punkt Abbildungsverzeichnis einfügen. Abbildungsverzeichnis fragt ab, Abbildungen oder ja, was ich halt hier gewählt habe. Also hier würden jetzt auch die selbst definierten Beschriftungskategorien zu finden sein. Ich möchte eine Beschriftung für Abbildungen erstellen. Hätten Sie für Tabellen, für Formeln, für Abbildungen entsprechend Beschriftungen eingesetzt. Für jedes dieser Verzeichnisse, für jedes dieser Beschriftungen, für jede Beschriftung würde ein eigenes Abbildungsverzeichnis erstellt werden. So, das reicht mir schon. Ich klicke auf OK. Und ich sehe nun hier, auf welcher Seite sich welche Texte befinden.